Willkommen zurück zu Minecraft. Ich habe das Loch hier ausgebessert und hier auch noch eins, weil nochmal ein Creeper gekommen ist. Ich habe gerade bemerkt, dass der Händler nicht mehr da ist, aber seine zwei Lamas sind noch da. Bin etwas unschlüssig, was ich jetzt mit den Lamas machen soll. Was wir jetzt mal probieren ist, ich hole mir mal das komische Seil, das ich hier unten habe. Das ich dem einen letzten Mal abgenommen habe. Vielleicht können wir die damit irgendwie zähmen oder, keine Ahnung, rumführen. Ich habe hier nochmal eine Leine. Der ist wahrscheinlich wirklich gestorben. Eventuell ist er explodiert, als der Creeper unten explodiert ist. Das kann durchaus sein. Und jetzt stehen hier die Lamas rum. Ja! Ich kann zwei Lamas rumführen. Ich kann zwei Lamas rumführen. Na komm. Das ist ja super. Jetzt ist nur die Frage, was ich mit den Lamas mache. So, die Bäume sind hier schon wieder schön gewachsen. Gut. Kann ich echt hier rumziehen? Da können wir uns doch dann auch die Pferde und Schweine und Kühe auch wahrscheinlich so holen. Das heißt, was machen wir denn jetzt mit euch? Ich muss euch irgendwo eine Behausung bauen, wo ihr erstmal sicher seid. Wir müssen uns einen kleine umzäunte Umgebung bauen. Ich baue die einfach mal kurz aus Erde. Nichts Besonderes, einfach nur, ne? Und da machen wir eine Tür rein. Der mich angespuckt jetzt gerade. Wie der Rüdgulit hier in den Nacken. Oder wer war das? Beim Rudi Völler. Jetzt pass mal auf. Ich baue euch. Hier muss ich herumlaufen. Ich habe ein bisschen wenig Bauplatz hier. Ein bisschen wenig Bauplatz. Es muss ja nicht groß sein. Es muss ja in der Tat nicht groß sein. Es müssen nur die zwei Lamas reinpassen. Das ist alles. Okay. Das Gefühl, es wird ein bisschen zu klein. Nee, das geht. So. So. Bleibt drin bleiben. Leute, drin bleiben. Ich höre ihn ständig spucken, den Kollegen. Ich höre ihn ständig spucken. So. Sehr gut. Passt. Na, was sagt ihr zu eurem Schmuckenheim? Wie kann ich denn die Leine wieder lösen? Ah, einfach Rechtsklick. Oh, ich verliere die Leine, wenn ich die... Mist, jetzt habe ich mich selber eingesperrt. Moment. Fantastisch, dann kann ich von oben noch reinschauen. Ja, dann bleibt ihr mal hier, oder? Habt ihr eine gute Aussicht? Habt ihr jetzt keine? Aber das ist ja nur provisorisch, ne? Das ist nicht lange. Ihr bleibt jetzt einfach mal hier. Und ich suche mal euren Kollegen. Und wenn ich den nicht finde, dann behalte ich euch natürlich. Ne? Ja, okay. Schweigen ist Zustimmung. Und deswegen machen wir hier vorne mal weiter. Heieiei, so viel, was hier immer passiert, Mensch. Können wir auch nochmal runterschauen auf die beiden. Hier bei der provisorischen Behausung. Na gut. Okay, also. Ich wollte mich ja darum kümmern, dass wir das hier noch ausbauen. Hier rüber. Das heißt für mich, ich muss das hier wegmachen. Ich hoffe, das wirft mir nicht alles durcheinander. So, wir bräuchten nochmal Holz. Ich weiß, ich könnte es ja natürlich jetzt auch einfach nur mit anderem Stein oder so setzen. Aber wir machen das ein bisschen mit Holz. Und später wird dann sowieso alles ausgetauscht, was wir hier so noch an Dunkelholz haben. Also ich würde auf alle Fälle gern die Birke nehmen. Oder war das die Birke? Birke, ja. Birke war das helle Holz. Das hätte ich gern. Das sieht viel freundlicher aus, viel schöner.
die Eiche. So. Zwei nebeneinander. Und dann hier vor. Dann schauen wir mal, wie es unten ausschaut von der Tür. Vom Balkon, ne? So, jetzt haben wir hier die entsprechenden Sachen abgesteckt erstmal. Wir gehen mal runter. Schauen mal. Ah, komm. Das sieht alles dann hinterher schön gleichmäßig aus. Das ist okay. Oh, ich kann nicht mehr durchgehen. Okay. Der Balkon-Durchgang muss hier rein. Der muss hier rein. Okay. Na gut. Also. Dann werde ich mal hier das wegmachen. Und man hat hier auch gleich noch einen Regenschutz zusätzlich. Weil hier ja jetzt überdacht ist. Hm? Aber ich bin nicht sicher, ob das überhaupt noch Sinn macht, jetzt hier einen Balkon reinzusetzen. Ich glaube, dass es sinnvoller ist, wenn wir hier oben einen Balkon reinsetzen. Hier raus dann. Ich glaube, dass das sinnvoller ist. Ich mache hier mal zu. Und ich werde hier wieder eventuell die Schießscharte reinsetzen. Damit ein bisschen Licht reinkommt. Ich glaube, das ist ganz gut. Weil du bist ja auch schon sehr niedrig dann. Du bist ja schon fast auf Erdgeschossebene, wenn du hier rausgehst dann. Und dann gehen wir lieber hier hoch. Bin immer noch nicht sicher, was ich hier mit den... wir müssen ja hier bis hier rüber gehen. Damit wir hier bis an die Steinwand dann rangehen. So. Was wir machen könnten, ist, dass wir hier drinnen dann irgendwie, keine Ahnung, das ist so der Sims, ne? Da wird dann irgendwie so das ganze alte Zeug, das man irgendwo mal auf dem Trödlermarkt gekauft hat. Welche Blümchen, alte Autos, Spielzeugautos oder so. Das kann man hier reinstellen und das dient dann als Dekoration, wenn du quasi hier hochläufst und oh, guck mal, wie die Blumen blühen. So ungefähr, vielleicht irgendwie, keine Ahnung, ich weiß nicht. Gut, bevor wir hier weiterbauen, lege ich mir mal kurz schlafen, damit ihr auch wieder schön was sehen könnt. Und ja, das werden jetzt wieder halt ein paar Baufolgen, aber aus gutem Grund halt auch, ne? Wir bauen noch nicht so hoch, weil wenn mir nochmal was irgendwas einfällt, was zu machen ist, dann muss ich wieder alles abreißen. Deswegen werden wir einfach nur eine Begrenzung machen, damit ich nicht blinderweise hier runterfall. Die beiden sind immer noch da. Perfekt. Die sehen auch ganz glücklich aus, habe ich das Gefühl. Oh, hier wäre auch ein schöner Balkon, oder? Bei Sonnenaufgang hier auf den Balkon rausgehen, ein bisschen Kaffee trinken. Wobei, wir sind ja hier auf der Handwerker-Ebene. Okay. Gut. Passt es mal. Also wir haben hier auf alle Fälle ganz viel Platz jetzt. Wenn der nicht reicht, dann weiß ich auch nicht mehr. Was wir hier machen ist, ich werde hier wieder ein Löchlein schlagen. Für die Schießscharte. Jetzt muss ich nur noch wissen, wie das mit der Schießscharte ging. Braucht dafür zwei Bereiche. Nehm mal das hier. Dann brauche ich eine Treppenstufe. Oder mehrere. Soll erstmal erreichen. Die rotzen mir da draußen alles voll. Ich weiß nicht, ob man das hört im Stream. Aber die rotzen mir da draußen alles voll, Mensch.
schauen mal, ob wir die eventuell dann mit Heu dazu bringen können. Schön, oder? Dass wir die dazu bringen können, sich zu paaren. Gut, also ich gehe davon aus, der Kollege ist gestorben bei der Explosion des Creepers, weil hier auch die dritte Leine ist. Das wird einfach so sein. Gut, dann draußen wollte ich ja hier unten noch zumachen. Jetzt ist die Frage, ob wir hier unten... Ich baue mich mal kurz hoch. Mit... Was habe ich denn hier für einen Grasblock und einen Erdblock? Was ist denn da der Unterschied? Es gibt den Grasblock. Der ist komplett aus Gras. Und jetzt ist er ein Erdblock. Aha. Aha. So, wenn ich hier so das ransetze, dann sieht das ziemlich cool aus, wenn wir oben dann auch in die andere Richtung wieder gehen. Oder? Ich glaube schon. Die Frage ist nur, wie verfahren wir hier an der Ecke? Das werden wir mal ausprobieren. Wir brauchen ganz viel so Stufen. Jede Menge Stufen. 64 Stufen. Wenn ich das hier jetzt mache, hier macht es irgendwie keinen Sinn. Das sieht ja blöd aus. So. Ja, wobei, so ganz schlimm schaut es nicht aus. Ah. Wenn wir einen ganz normalen Block ransetzen. Ich glaube, ich setze den normalen Block ran. Ich finde es gut. Ja. Und das nimmt einem, das nimmt dem Haus gleich mal so die Uniformität, oder? Vorher ging es so stark, einfach nur schnurzgerade nach oben. Und jetzt haben wir hier so eine schöne Auswölbung, die oben aber dann wieder zusammenläuft zum zweiten Stock. Ich fühle mich wie ein Architekt, der das Gebäude schon vor seinem geistigen Auge sieht. Und jetzt muss er nur noch die Zuschauer dafür überzeugen, dass das toll ausschaut. So, jetzt pass auf, hier müsste der eigentlich dann frei bleiben, wenn mich nicht alles täuscht. Ich könnte natürlich auch hier das so machen. Nee, da wird es wieder zu gerade. Die Leute werden sich draußen schon denken, ja, was macht der denn die ganze Zeit? Der denkt es hier immer so ganz komische Konstruktionen aus, anstatt dass er irgendwie zum Jagen in die nächste Höhle geht oder so. Aber das gehört auch zu Minecraft dazu. Ich fange nicht schon wieder an. Ihr kennt das ja mittlerweile. Und wenn nicht, dann schaut euch die älteren Folgen an. Da rechtfertige ich mich immer noch ganz doll, wenn mal wieder etwas gebaut wird und nicht irgendwie großartig Action ist. Deswegen, ne, das passt schon. Lasst uns nicht stressen. Wir machen hier das schön durch und bauen uns hier ein wunderbares... Das wird sogar ausgespart. Oder auch nicht. Nein! Okay, die Schießscharte muss nochmal weg. Ah, eigentlich wäre sie ausgespart gewesen. Jetzt hier. Guck, wie schön die jetzt wäre. Gut, hier müssen wir noch rauf setzen. Bam, und damit ist der Unterbau schon mal fertig. Sehr gut. Es sieht immer noch natürlich gleichförmig aus, aber wenn wir da später mal andere Gesteinsarten reinsetzen, dann wird das schon. So, liebe Schießscharte, du bist echt ganz schön querulant, Mensch. Ständig muss ich hier irgendwie nachbessern. Dann müssen wir die Schießscharte noch eins runtersetzen. Hier rein. Oder wir machen eine kleine, aber die kleine ist fast zu klein. Ich weiß nie, wie ich das ansetzen muss. Im
in den Kommentaren stand schon mal ein Hinweis. Ich weiß nicht mehr, wer es genau war. Ich glaube, Nepal oder so. Und... So. Okay. Ja, komm. Passt, oder? Da könnte man theoretisch hier unten auch nochmal eine setzen. Ja, mach mal. Wenn die schon dabei sind. Solange die Leute hier nicht reingehen können. Oh Gott, bis ich das mal hier, ne, ne, nee, es, ich verstehe es nicht. So, nein, so, jetzt geht's, okay. Dann haben wir hier zwei schöne Schießscharten, finde ich gar nicht schlecht. Theoretisch wäre hier auch noch eine möglich. Schau mal, wie es ausschaut. Muss nicht sein jetzt. Kann aber sein. Ach ja. Wenigstens kann ich über meine eigene Unfähigkeit noch lachen. Na komm, passt. Auch wenn man nicht mehr durchschauen kann. Passt. Damit einfach mal ein bisschen Licht und Freude hier reinkommt. Und auch noch, wir haben es sogar noch schön gleichmäßig gemacht. Habe ich das richtig abgezählt hier? Eins. Ah, wir müssen es hier auf der anderen Seite eigentlich machen. Nee, das passt. Das ist okay so. Ist okay, damit kann ich leben. Gut. Dann geht es nochmal nach oben. Wir müssen uns auf die Suche nach Birke machen. Frage ich nur, in welche Richtung liegt am ehesten die Birke? Ist alles Dunkelholz. Birke und Eiche ist das andere, oder? Ja, Eiche. Meine, dass ich schon mal Birke bei den Dörflern gesehen hätte. Bin mir nicht sicher. Aber dann holzen wir den einfach den ganzen Wald ab. Okay. Also, das sieht gut aus. Provisorisch noch, aber sieht gut aus, meiner Meinung nach. Ich habe noch ein paar so Zäune hier. Ich setz die mal hier her. Wunderbar. Damit man hier, zack, nicht runterfallen kann. Gut. Ah, das helle Holz ist viel besser. Das helle Holz ist viel, viel, viel besser. So. Und wir müssen da auch noch das schöne Rost zähmen. Das schwarze Rost, das auch am Dorf ist. Ganz wichtig. Hör auf, hier rum zu kotzen. Ständig kotzt er hier rum. Das müssen wir auf alle Fälle auch noch machen. Wir müssen den Kiesweg noch runter machen. Und, genau, den Turm noch ein bisschen ausbauen. Was haben wir denn hier? Ist alles schon gewachsen. Wir müssen auch einen neuen Garten jetzt mal anlegen. Das hier, der provisorische Garten ist ganz okay. Aber ich würde den gern mal ein bisschen stattlicher machen. So, wir machen mal Hälfte rote Beete. Die andere Hälfte mit Weizen. Ja, dass wir so ein kleines umzäuntes Gebiet haben. Und wir werden uns quasi, ich denke mal da hinten, wo die Bäume jetzt sind. Oh Gott, ist hier alles zugewachsen. What? Ist das von uns? Nee, das war, die Bäume hier sind doch von uns. Das sind unsere Bäume hier. Ja, auch die. Dass wir hier quasi die Ebene hier vereinnahmen, dann, ich muss hier auch mal zumachen, hier ist immer noch das komische Loch. Von wem auch immer. Wahrscheinlich, als mal ein Creeper explodiert ist. Und ich habe keine Erde mehr. Ganz toll. Na, diese Ebene dann wird für unseren Hof, also für unsere Tiere und für unsere ganzen Gärten und was wir uns alles noch so anbauen. Gut. So, Weizen. Ich wollte eigentlich den Weizen, na gut, jetzt ist es schon dunkel. Ich will mal probieren, ob wir draußen die beiden davon überzeugen können, dass Sex was Tolles ist. Und dass da auch was Tolles bei herauskommt. So, irgendwelche Gefahren? Nein. Okay. Eigentlich sollte da... Ah, Mist. Nee. Eigentlich sollten da so kleine Herzchen rauskommen.
Na gut, ihr bleibt trotzdem hier. Der große Tollfuß hat gesprochen. Unser Kaktus ist schon sehr gewachsen. Da können wir uns auch eine Kaktusabwehrwand bauen. Irgendwie. Ich denke mal, wenn da die Leute dran rennen, dann werden die da relativ schnell sterben. Beim Kaktus. Ah, schade. Wir können sie leider nicht weiter vermählen, wollte ich sagen. Weiter begatten lassen. Das ist ein bisschen schade. Aber da kann man jetzt nichts daran ändern. Vielleicht muss ich sie auch mit irgendwas anderem füttern. Kann durchaus sein. Das werden wir sicher irgendwann noch herausfinden. Gut, dann würde ich mal sagen, nachdem ich hier alles wieder eingeräumt und einsortiert habe, werden wir uns in der nächsten Folge aufmachen auf die Suche nach dem Eichenbaum. Nee, Birke. Auf die Suche nach dem Birkenbaum natürlich. Hab ich denn? Ah, hier. Und dafür brauchen wir ganz viele Äxte. Ganz viele Äxte, die wir nicht mehr haben jetzt. Wir haben zwei Schwerter, die schon ziemlich kaputt sind, aber das werde ich jetzt einfach mal riskieren. Wobei, wir können das alte hier auch noch mitnehmen. Ich höre hier irgendwo einen Zombie grunzen. Pfeile haben wir. Wir bauen uns aber noch ein paar Äxte. Und zwar aus Stücken. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So. Und wir brauchen 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Essen haben wir auch schon. Ist jetzt hell, ja. Das heißt, wir könnten theoretisch jetzt auch gleich rüber. Was? Wer hat denn meine Tiere entlassen? Sind hier nochmal welche? Ah, neuer Händler. Na, guck an. Mal schauen, ob er was anderes hat. Ah, er hat Ranken, Maiglöckchen, Kürbis, hellblauer Farbstoff, rote Tulpe und Packeis. Es gibt Packeis, okay. Ganz schön teuer das alles hier für so ein paar so Blübchen. Ein Smaragd. Na gut. Wir schauen mal, ob hier vielleicht doch noch Zuwachs wir dann bekommen. Wenn er nochmal stirbt. Wir könnten ihn natürlich töten. Will ich jetzt natürlich nicht. Machen wir nicht. Ich bastel mir jetzt noch ganz hurtig einmal hier diese Äxte. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und dann machen wir uns auf Richtung Dorf, damit wir dort mal nachschauen können, ob eventuell dort ein bisschen Birke rumsteht. Wenn das der Fall ist, dann nehmen wir alles mit. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.